Ein Wunder. Wunderschönen guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Video. Diesmal mit einem etwas anderen Video. Wir waren die letzten Tage nämlich nicht zu zweit unterwegs. Morgen. Guten Morgen. Ja, unsere Freunde Alex und Juli aus Berlin sind hier nach Bilbao geflogen und haben uns für ein paar Tage besucht und wir hatten wirklich eine wunderschöne Zeit. Vor allem der erste Tag war ganz besonders. Super Start, wir sind gerade zum Strand gefahren mit Alex und Jessie, wollten unbedingt hin. Und ja, auf dem Weg bin ich hier gegen so ein Metallteil gefahren und die ganze Heckverkleidung hier hinten ist abgebrochen. Wirklich komplett von hier bis hier hinten. Ich habe es jetzt so einigermaßen rangetan. Ja, mal schauen, wie wir das fixen. Auf jeden Fall der perfekte Start. Ich mache eigentlich gern immer was kaputt, dass auch was Spannendes dann auch in der Episode passiert. Sonst wäre das Ganze natürlich viel zu langweilig. Ich habe hier sicherheitshalber noch zwei Festspanngurte dabei. Damit versuche ich jetzt einfach mal hier das Ganze zu fixieren und ja, hoffen einfach, dass es erstmal hält. Natürlich super ärgerlich, dass das jetzt passiert ist, auch noch am ersten Tag, während wir alle zusammen sind. Aber mir war von Anfang an klar, dass es natürlich auch Probleme geben wird. Und ich habe mich so eingestellt, dass es scheißegal ist, was hier dran kaputt geht. Solange wir einfach noch drin leben können, drin schlafen, drin kochen, ist alles gut. Ist jetzt natürlich mega scheiße gelaufen. Aber ich habe das Ganze jetzt hier, wie ihr sehen könnt, einmal außenrum komplett mit Gaffertape voll gemacht. Das heißt, ja, hier kann jetzt auch keine Flüssigkeit reinkommen. Außerdem habe ich hier ein Spanngurt so befestigt, hier unten und hier oben am Haken und einmal hier in der Leiter und hier unten. Und das Ganze ist jetzt wirklich wieder mega stabil. Schaut zwar scheiße aus und ist kaputt, aber wir können weiterfahren. Also, let's go. Ist wieder wie neu. Ja, wirklich? Yes, wie neu. Yeah. Das erste Mal am Strand ist immer noch besonders nice, oder? Oh ja, hell yeah. So, wenn man lang nicht mehr am Strand war, das erste, ich weiß nicht, ich liebe das immer so, yeah. Herkommen und dann, keine Ahnung, mehr gutes Wetter, Sand, Salz, Luft. Weil so schön beim Runtergehen. Schaut elegant aus, Alex. Danke, danke. Ich dachte, ich hab's drauf. Aber du kannst auch nur. Hey, salut. Ja, wer bist du denn? Ja, wer bist du denn? Ja, wer bist du denn? Ui. Nachdem hinten die ganze Heckverkleidung erstmal komplett abgerissen wurde, haben wir aber gesagt, wir lassen uns die Laune nicht versauen, wir machen einfach weiter und hatten so schöne Tage. Das Wetter hat perfekt mitgespielt, wir hatten 26 Grad, glaube ich, Höchsttemperatur, aber ansonsten auch immer 20, 21 Grad. Ein Tag hat es nur geregnet, ansonsten hatten wir so ein gutes Wetter. Und Alex und Juli haben mir eine GoPro aus Deutschland mitgebracht. Und wer die letzten Videos geschaut hat, der weiß, ich habe schon zwei Action-Cams beim Surfen kaputt gemacht. Genau, was mache ich? Ich kaufe mir natürlich eine dritte und gehe ab zum Surfen. Ja,
Ja, die letzten Wochen war ich fast jeden Tag surfen. Es hat super viel Spaß gemacht. Und an einem Tag war es so heiß, dass ich einfach nur in Badehose surfen konnte. Ende Oktober in Europa. Insgesamt sind wir von Bilbao nach Santander immer die Küste entlang gefahren und waren auch die meiste Zeit am Strand. Ich habe natürlich nicht so viel gefilmt, sondern einfach die Zeit mit unseren Freunden genossen. Was ich besonders cool fand, ist die ganzen Sonnenauf- und Sonnenuntergänge, die wir uns angeschaut haben. Wer mich kennt, der weiß, ich liebe den Sonnenaufgang und natürlich auch den Sonnenuntergang. Und davon gab es wirklich mehr als genug. Wir sind jeden Tag aufgestanden und aufs Neue komplett verblüfft und überrascht gewesen, wie schön der nächste Sonnenaufgang war. Jeden Tag wirklich noch so ein Stückchen schöner und schöner. Einfach nur eine unfassbar schöne Zeit. Gestern haben wir die beiden wieder zum Flughafen nach Bilbao gefahren. Von dort aus sind sie zurück nach Berlin gefahren. Und wir sind jetzt immer noch in Bilbao. Das heißt, wir sind immer noch komplett im Norden von Spanien. Ja, wir kommen einfach nicht vom Fleck hier und werden wirklich wieder die nächsten Wochen einfach der Küste entlang fahren. Mal schauen, ob wir dieses Mal ein bisschen schneller weiterkommen. Wir sind jetzt ja auch schon über 6 Wochen in Spanien und wirklich auf der Karte nur so ein ganz kleines Stück vorangekommen. Es ist wirklich so unfassbar schön in Spanien und wir genießen die Zeit einfach so sehr. Das Wetter ist unfassbar toll. Wir haben jetzt fast November. Nächste Woche ist November. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn nicht so viel gefilmt wurde. Wir hatten auf jeden Fall unfassbar Spaß, die Tage alle zusammen. Ich denke, da kann ich für alle sprechen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Lecker, gut. Hier, vielen Dank, Jessie und Edi. Ihr seid klasse. Und Peppa. Danke, dass ihr mein Schnarchen ertragen habt. Und es tut mir nicht leid. Ich fand's, haben wir schon gesagt, ich fand es im Käfig so toll, die Landschaft und dieser eine Sonnenaufgang, wo wir da noch länger gelaufen sind. Es war richtig schön. Ich fand den Surferstrand richtig toll. Den mit den krassen Felsformationen. Ja, mit den Felsformationen. Ja, überhaupt generell die ganzen tollen Muscheln, die man hier sammeln konnte. Mhm. Falls das legal ist, sonst haben wir es nicht gemacht. Wir haben diesen Urlaub nichts Illegales gemacht.